Ja, ich möchte aus Römer 13 den ersten Abschnitt lesen. 13, die Verse 1 bis 7. Der Christ und die staatliche Ordnung. Jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist. Und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die öffentliche Gewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sich fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen muss. Zum einen ist es das drohende Urteil Gottes, zum anderen aber auch euer Gewissen. Und weil die Vertreter des Staates ihren Dienst im Auftrag Gottes ausüben, zahlt ihr Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Unterstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Aber für uns Deutsche schlecht, du. Danke, du hast genau das aufgegriffen, was ich sagen wollte. Wie kann Paulus so etwas wie das schreiben, wenn man an verschiedene Regime dieser Welt denkt? Man könnte nach China gehen, man könnte nach Nordkorea gehen, man könnte nach Deutschland gehen und schauen die Geschichte an und sagen, wie kann das sein? Was wir leider vergessen, und ich manchmal auch, ist, wohin hat Paulus diesen Brief geschrieben? Zuerst haben wir unsere wunderschöne Freunde, diese Römer. Ja? Israel war zu der damaligen Zeit Besatzungsgebiet. Das heißt, die Römer sind einmarschiert, haben alles, was da vorher war, vernichtet und haben ihre eigene Regierung aufgestellt. Diese Regierung war alles andere als göttlich, christlich, ethisch, moralisch korrekt. Die haben einen Kaiser gehabt, den man anbieten musste aus Gott. Das war Grundlage dafür. Er schreibt sogar nach Rom hin, wo der Kolosseum zu dem damaligen Zeitpunkt benutzt wurde, um Christen und andere gläubigen Menschen vor den Löwen hinzuschmeißen. Auf Befehl des Kaisers. Die Regierung. Das ist schlimmer, als was wir in Deutschland zum Teil hatten. Und nun sagt Paulus so etwas. Unglaublich. Seitdem ich Christ bin, habe ich immer wieder diese Verse gelesen und habe meinen Kopf geschüttelt und gesagt, verstehe ich nicht ganz. Aber wir müssen doch aufstehen. Wir müssen doch gegen Diktatoren angehen. Wir müssen für Freiheit sorgen. Wir müssen dafür auch für Demokratie vielleicht kämpfen. Steht hier drin nicht? Steht nicht. Und es tut mir echt leid, dass es da drin nicht steht. Würde ich manchmal gerne hineinschreiben, aber kann ich nicht. Da steht, jeder soll den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen. Punkt. Und Erklärungen warum. Ob das Kommunisten sind, ob das Nazis sind, ob das denn andere Diktatoren sind. Jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen.
Nun füge ich ein bisschen Aber hinzu. Wenn diese staatlichen Gewalten mich dazu zwingt, etwas gegen Gottes Gebote zu tun, die ich vorhin auch gelesen habe, die 10 Geboten, dann darf ich mit meinem Gewissen sagen, stopp. Das nicht. Wenn nun die Polizei kommt und gibt mir eine Pistole in die Hand und sagt, ich muss Erhard umbringen, dann sage ich, nein, ich darf ihn töten. Zum Glück nicht, war Erhard? Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht. Aber wenn die Regierung sagt, hey, jetzt sollst du 50% Steuern bezahlen, dann werde ich sagen müssen, okay, das steht drin, ich muss meine Steuern bezahlen. Gab es keine Grenze, wie hoch. Und dann steht sogar, und wenn sie obendrauf noch Zoll verlangen, das kam immer obendrauf, nochmal 10-20%, das gibt auch noch ab. Aber Paulus, da bleibt nichts anderes für mich, da ist nichts. Wenn ich 50% davon und 30% davon, wie kann ich von 20% überhaupt leben? Und Paulus schreibt leider hier ganz am Ende dann da, und weil die Vertreter des Staates ihre Dienst im Auftrag Gottes ausüben, zahlt ihr Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt. Ebenso den Zoll, was oben drauf kommt. Unterstellt euch den staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Aber wie kann dieser böse Diktator von Gott eingesetzt sein? Das macht keinen Sinn. Nebukadnezar war auch nicht unbedingt der größte Freund von Israel. Und dennoch hat Gott ihn eingesetzt. Hat dafür gesorgt, dass Israel sogar verknechtet wurde, verschleppt wurde. War von Gott eingesetzt. Der Pharao hat Gott eingesetzt, der jahrhundertelang das Volk Israel gefangen gehalten hat. Bis Mose sagte, lass mein Volk ziehen. War von Gott eingesetzt. Wir begreifen vieles nicht. Ich begreife sehr vieles nicht, was in dieser Welt politisch so geschieht. Gott, warum lässt du das zu? Warum hast du einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg zugelassen? Warum lässt du zu, dass so viele Millionen von Menschen verhungern auf dieser Welt, wo es so viel Überfluss gibt, wo wir hier sind? Warum? Warum ist das denn so? Und dennoch immer wieder merke ich, wie Gott wirkt und handelt und die Fäden in der Hand hat, auch wenn ich es nicht sehen und auch nicht glauben kann. Steht in sein Wort. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird dafür von ihnen verurteilt werden. Gott hat uns in ein System hineingesetzt, in dem wir klarkommen dürfen. Wir haben natürlich viele, viele Rechte in unser demokratisches Deutschland, was wir vor 2000 Jahren nicht hatten. Es gab nicht die Möglichkeit zu wählen. Es gab nicht die Möglichkeit zu protestieren. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwelche Unterschriftaktionen auch denn da zu bewirken, dass Politiker anders denken. Gab alles nicht. Diese Freiheit haben wir heute und viele von uns auch nehmen diese Freiheiten und bewegen und verändern etwas, lokal wie auch global. Aber damals gab es das nicht. Und dennoch hat Paulus gesagt, diese Menschen, die die Christen verfolgen, diese Menschen, die Jesus Christus getötet haben, die sind von Gott eingesetzt. Unfassbar. Unfassbar. Und was dürfen wir für unsere Feinde tun? Und ich nenne manche Politiker, manche Regierungen, die da waren, da sind Feinde, nicht beten, segnen. Merkt ihr das, was da ist? Wir haben gerade vorhin gelesen, ja, also in Kapitel 12 jetzt hier, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lasse dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Und Paulus wusste, dass um uns herum vieles da ist, was nicht korrekt, nicht richtig, nicht wohltuend ist. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hat sogar Satan geschaffen. Gott wusste von Grundlegung der Welt, dass sein Sohn sterben müsste für uns. Also wusste in dem Moment, genau wie Jesus, als er denn Judas auserwählt hat als Jünger, dass er verraten wird. Genauso irgendwie hat Gott das auch gewusst vorher. Und er ging dennoch diesen Weg. Er ging dennoch diesen Weg, was für mich unlogisch ist. Ich hätte es ganz anders gemacht. Aber wenn ich bin niemand, ich bin nichts. Mein Weg ist bestimmt nicht richtig, weil Gott souverän ist. Er macht das richtig, auch wenn ich es nicht begreifen kann. Und so geht es mir auch mit diesen staatlichen Ordnungen, wo es Dinge gibt, die einfach nicht gut sind, wo ich trotzdem sagen muss, okay, ich muss mich unterordnen. Heute darf ich sogar sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, aber ich muss mich unterordnen. Und das tut weh. Das ist nicht einfach. Und dennoch ist das, was Paulus hier sagt, von Gott gewollt. Denn wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur der, der Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Vielleicht nicht in diesem Moment, vielleicht noch nicht mal in diesem Leben. Aber es wird bei Gott Anerkennung finden. Tu das Richtige. Und jetzt spielt Paulus auch etwas hier ein und sagt, es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen ist es das drohende Urteil Gottes. Wenn wir uns nicht unterordnen und unser eigenen Weg gehen, gibt es Gottes Urteil. Und zweitens gibt es auch unser Gewissen. Unser Gewissen. Und dieses Gewissen sagt uns häufig, was richtig und was falsch ist. Und manchmal gibt es Sachen, wo der Bundesregierung von jedem Land oder irgendeiner Regierung sagt, tu dieses oder jenes. Und das widerspricht, was wir wissen, was Gott uns gesagt hat. Geh nicht mehr zum Gottesdienst. Rede nicht mehr von Jesus. Bete nicht mehr. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel mit Daniel, der auch einen zivilen Gehorsam ausgeübt hat. Mit Konsequenzen. Er landete da in Löwengrube. Gott hat ihn bewahrt vor diesem Löwen. Aber er landete trotzdem in Löwengrube. Weil er zivil ungehorsam war. Er hat trotzdem Gott angebetet. Aber es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die die Regierung uns sagen kann, wo wir über diese Grenzen hinausgehen. Wir haben uns ein Gewissen und da können wir uns davor scheuen, zu sagen, ich komme in eine Verantwortungsposition, wo ich eine Entscheidung treffen muss, um zu sagen, hey, diese Person wird umgebracht wegen seines Glaubens. Diese Person wird umgebracht wegen seiner ethnischen Herkunft. Diese Person hat diese oder jene Nachteile, weil. Meistens sind wir nicht in dieser Position, wo das dann ein Problem wird. Und wenn wir merken, unser Gewissen erlaubt das nicht, dann gibt es Konsequenzen. Dann treten wir zurück. Und da gibt es Nachteile von uns, weil wir unser Gewissen gehorsam sind. Aber da müssen wir dann zurücktreten. Aber fast überall können wir mitgehen. Weil selten ist eine Regierung so aufgebaut, dass es uns zwingt zu lügen, wo es uns zwingt zu töten, wo es zwingt Ehe zu brechen, wo es zwingt denn zu stehlen. Das nicht. Wenn wir in diesem Rahmen leben können, wie die 10 Geboten, dann ist das okay. Aber auch damals war es so, dass man ein fremdes Gott angebetet hat. Und da könnte Paulus auch sagen, stopp, das musst du nicht anbeten. Aber alles andere, was du mit gutem Gewissen tun kannst, was nicht ein Widerspruch zu der Bibel ist, das musst du tun. Und er macht das ganz, ganz praktisch hier mit dem Geld. Denn das Geld ist schon irgendwas, wo unser Herz dranhängt. Ich
habe gearbeitet, ich habe geschuftet und jetzt habe ich mein Geld. Und was passiert? Da kommt ein Fremder vorbei und nimmt das mir weg. Er sagt, du musst da Steuern bezahlen, du musst dafür Steuern bezahlen, du musst auch noch Zoll dafür bezahlen. Und da bleibt nichts über. Und was tut man in dem Moment? Vertraut man auf Gott, dass er für einen sorgt? Oder versucht selbst irgendeinen Weg zu finden, für sich selbst zu sorgen, indem man steht, indem man belügt, indem man betrügt? Und da kommen wir in diesen Gewissenskonflikte wieder. Wer sorgt für uns? Gott. Gott sorgt für uns. Er kämpft für uns. Und wenn Vertreter des Staates Dinge von uns verlangen, die wehtun, die schmerzlich sind, die auch nachteilig für uns sind und dennoch nicht gegen das Gebot Gottes stoßen, fordert uns Paulus auf, dennoch es zu tun, dennoch zu gehorchen, dennoch zu segnen unsere Feinde, die es nicht gut mit uns meinen. Und stellt euch der staatliche Macht und erweist denen, die Anspruch daraus haben, den nötigen Respekt. Auch das ist so wichtig, Respekt. Ich habe ganz bewusst auch 2. Mose 19 gelesen und am Ende auch von 2. Mose 20. Was wollte Gott? Ehrfurcht. Gott wollte Ehrfurcht. Deshalb hat er auch diesen Gesetze aufgeschrieben. Deshalb hat er diesen Berg eine Grenze gesetzt und sagt, überschreite diese Grenze nicht. Und Gott sagt auch hier, zeigt diesen Menschen, die über euch sind, Respekt. Nicht nur deine Eltern, sondern auch die Regierung, die Gott eingesetzt hat. Erweisen wir Ehre, erweisen wir Gott damit auch die Ehre. Was schwierig ist. Was nicht einfach ist. Gerade zu Zeiten von Paulus auf gar keinen Fall. Vielleicht heute ist es für uns nicht so schwierig. Aber Gott fordert etwas von uns heraus. Es kostet etwas. Es ist ein Opfer. Es ist nicht leicht und nicht einfach. Aber so handeln wir im Auftrag Gottes, wenn wir auch lernen, uns da unterzuordnen. Immer wieder nur diese Aber, wenn es gegen Gottes Gebote stößt, nicht. Aber alles andere, das deckt so vieles ab, doch. Und das ist nicht einfach. Weiter nun mit Römer 13. Da steht bei mir das wichtigste Gebot. Bleibt keinem etwas schuldig. Oder? Bleibt keinem etwas schuldig, auch nicht die Regierenden. Eine Verpflichtung allerdings könnt ihr nie ein für alle Mal erfüllen. Nämlich euer Liebe untereinander. Nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört. Und alle anderen Geboten lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Denn wer seine Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Auch hier für mich ist es absolut interessant, wie Paulus so ein schwieriges Thema wie Unterordnung, wie Staatsangehörigkeit oder Staatsobrigkeit zusammenfassen kann nachher und sagt, unterstellt euch die staatliche Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den nötigen Respekt, bleibt keinen etwas schuldig. Eine Verpflichtung allerdings könnt ihr nie ein für alle Mal erfüllen, euer Liebe untereinander. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, Steuern zu zahlen, kommt das Wort Liebe nicht im Sinn. Wenn ich darüber hinaus noch ein Zoll obendrauf bezahlen sollte, da ist absolut keine Liebe mehr. Da sind andere Gedanken. Aber Paulus sagt, hey, doch,
Liebe. Liebe einander. Liebe untereinander. Liebe füreinander. Liebt eure Feinde. Gebt denen zu essen. Segne sie. Oh, Paulus, warum machst du das immer wieder so schwierig? Warum kannst du einfach nicht sagen, du sollst denn böse sein? Aber so war Christus nicht. Am Kreuz, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Unser Beispiel. Wir dürfen die segnen, die uns so Böses antun. Nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, werde ich nicht klauen. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, werde ich dann nicht ehebrechen. Wenn ich meine Mitmenschen liebe, werde ich nicht begehren und werde ich auch nicht stehlen und werde ich nicht anlügen. Weil die Liebe triumphiert. Weil die Liebe uns hilft, einander so zu begegnen, wie wir es gerne selbst hätten. Alle Gebote lassen sich zusammenfassen. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses, so wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wir erfüllen das Gesetz, indem wir die Menschen um uns herum lieben. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Ich stelle die Frage immer wieder, was ist das Gegenteil von Liebe? Verkehrt. Gleichgültigkeit. Sag das mir. Das ist das Problem. Mit Hass bin ich aktiv. Ja, wenn ich jemanden hasse, werde ich richtig... Wenn ich jemanden liebe, auch. Aber Gleichgültigkeit, was geht mich das an? Und das ist unser Problem. Jesus hat gesagt in Offenbarung, ich wünsche, entweder heiß oder kalt. Das wünsche ich mir. Entweder ihr würdet die Menschen lieben oder hassen. Aber ihr seid lau, ihr seid gleichgültig. Ich möchte euch rausspucken. Wache auf von eurer Gleichgültigkeit. Liebt also euer Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Es ist so einfach, gleichgültig zu sein. Ja, ach, ich bin ein bisschen blind, geht mich nicht an, ich bin gleichgültig. Ja, also, jemand zu lieben, das bedeutet was. Das bedeutet was zu geben. Das bedeutet was Anteil zu haben. Das bedeutet das, dass man miteinander unterwegs ist. Zum Teil wenigstens. Puh, das ist anstrengend. Ich brauch's nur meine Frau zu fragen. Ja, mich zu lieben ist auch nicht immer einfach. Tut sie trotzdem und das ist schön. Und das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig lieben und nicht gleichgültig werden. Unsere endgültige Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Taten der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Unsere endgültige Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Ich habe mich bekehrt, 30 Jahre ist es jetzt her. Das ist lang für mich. Für euch ist vielleicht sogar noch 10, 20, 30 Jahre, sogar noch länger. Jeden Tag sind wir ein Stück dichter dran an dieser Herrlichkeit. Ein bisschen näher dran, das zu erleben, eines Tages bei Jesus zu sein. Diese endgültige Erlösung, diese endgültige Auferstehung. Jesus hat uns wiedergeboren, hat seinen Geist in uns hineingegeben, aber eines Tages werden wir verwandelt werden, mit Jesus sein. Und immer ein bisschen dichter dran kommen wir, jeden Tag. Und dieses Nacht ist langsam vorüber, und diesen Tag bricht an, auch geistlich diesen Tag bricht nicht nur in unserem Leben an, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und nun die Frage ist, wie leben wir? Leben wir wie die Menschen in der Nacht oder leben wir wie Menschen am Tag?
Deshalb wollen wir uns von dieser finsteren Taten der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Ich finde es so schön, diese auch absichtlichen Verweis auf Epheser 6. Sieht an die Waffenrüstung. Ja, diese Waffenrüstung anziehen. Ja, zieht an diese Waffen des Lichts. Lasst uns ein gutes Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt. Wenn wir uns der Regierung unterordnen, dann leben wir auch im Licht. Wenn wir einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat, leben wir im Licht. Betrügen wir, lügen wir, klauen wir und brechen die Ehe, geschieht das in Dunkelheit. Das sind diese Taten, die Gott nicht mehr in unser Leben haben möchte. Paulus sagt hier, lasst uns ein gutes Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage, ohne Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit, ohne Ausschweifungen, ohne Streit, ohne Eifersucht. Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Pass auf, dass sich nicht alles um euer Wünschen und euer Begierden dreht. Wörtlich steht denn da, zieht des Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Dieses finden wir im Kolosserbrief, im Galaterbrief, überall. Dieses alte Kleidung aussehen und diese neue Kleidung anziehen. Und mein Wunsch für uns für diese Woche ist, können wir wirklich Jesus täglich neu ansehen? Sag Jesus, ich stehe heute auf, was ich jahrelang auch gemacht habe, ist, ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Okay. Gürtel Gerechtigkeit, Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Helm des Heils, Schuhe der Bereitschaft, mit Evangelium loszulaufen, Schild des Glaubens, dein Wort in meiner Hand. Ich möchte gerüstet sein für dieses Leben. Ich möchte im Licht leben und ich möchte zugerüstet sein. Und ich sehe dich, Jesus, ganz bewusst hier an. Und vielleicht ist das für uns auch eine Idee, zu sagen, Herr, ich sehe dich an. Jesus, ich ziehe das an. Genau wie ich meine Kleidung anziehe morgens, ziehe ich dich an. Du bist da, du bist um mich herum. Du bist diese Schutzmauer, was mich da durchträgt. Du bist da. Und dann kann ich mich unterordnen. Dann kann ich auch das Geld geben, was ich geben muss, weil ich deine Gebote folge. Dann kann ich die Menschen lieben. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus durch mich hindurch die Menschen liebt. Weil ich seine Liebe zuerst empfangen habe und weitergebe von dem, was Jesus ist. Genau wie der Polizist seine Kleidung anzieht und da Vollmacht hat, ein Auto anzuhalten nur mit seinem Keller oder seiner Hand, genauso auch wenn wir Jesus anziehen, haben wir diese Vollmacht zu sagen, im Namen Gottes tue ich dir was Gutes, segne dich, liebe dich, auch wenn du gar nicht liebenswürdig bist, ich bin da für dich. Es geht nicht um mich, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Und das ist das, was uns Römer 13 versucht auch zu sagen. Beim Hauskreis werden wir uns mit Römer 14 auseinander aufsetzen, einander annehmen. Gar nicht so einfach, wie man manchmal so denkt. Ich bete mit uns und dann werden wir unser Abschlusslied zusammen singen und ich segne uns dann. Jesus Christus, ich möchte bitten, Herr, dass du uns hier neu segnest. Dass du uns hilfst, die Dinge um uns herum, die wir gar nicht ändern können, dass wir uns da uns unterordnen. Nicht, weil es einfach ist, nicht, weil wir gleichgültig sind, sondern weil wir es ganz bewusst in deinem Namen tun. Und sagen, Herr, ich ordne mich unter. Genau wie ich mich dich unterordne und sage, Herr, du bist der Herr, nicht ich. Nicht mein Wille, nicht meine Wünsche, nicht meine Begierden sollen herrschen,
sondern ich möchte dich, Jesus Christus, anziehen und du sollst in mir und durch mich wirklich wirken. Ich bitte für uns, dass wir es tun können in dieser Woche. Ich möchte bitten, dass wir einander lieben, wie du uns zuerst geliebt hast. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass die Welt da draußen erkennt, dass wir untereinander wirklich diese Liebe praktizieren. Danke, Herr.